Jo, und willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Wir haben neue Vasallen im Reich. In der vergangenen Folge hat man das Reich enorm erweitern können, hat die Grenzen ausdehnen können. Man hat da die Muslime ein wenig zurückwerfen können und die ehemaligen Grenzen, zumindest im Osten von Armenien, ja, wiederherstellen können. Und dementsprechend werde ich da einfach mal sagen, rein da in die neue Session. Wir gucken uns das einmal an. Wir haben hier natürlich einen etwas aufmüpfigen Charakter, der jetzt hier auch immer noch eine sehr schlechte Meinung hat über uns. Der ist Muslim, er ist jetzt hier konvertiert, hat auch ein Druckmittel gegen uns. Aber wir hoffen halt, dass das sich jetzt hier früher oder später etablieren kann, dass die Leute hier apostolisch sind. Und zum aktuellen Zeitpunkt sind sie das. Und da muss man natürlich schauen, wir müssen jetzt ganz viel konvertieren. Er braucht 9 Jahre dafür. Da bin ich dann doch echt am Überlegen, ob wir da nicht jemand einsetzen, der da ein bisschen besser drin ist. Ich meine, er ist jetzt 37 Jahre jung, da kann noch viel aus ihm werden, aber mein Gott, braucht er lange. Ne? Ich sag dir, wie es ist. Nun gut, dann wird man das erstmal im Hinterkopf behalten, was er da macht. Und versuchen hier die Kulturen zu fördern und weiterhin zu entwickeln. Genau, Kontrolle erhöhen müssen wir natürlich auch noch. Wir haben hier die beiden Grafschaften selbst behalten, da sie noch am nächsten unserem Kern dran ist. Und wir können 6 Grafschaften halten, deswegen warum nicht. Wir haben keine Söldner mehr, die sind ausgelaufen, die Verträge. Und jetzt müssten wir, glaube ich, erstmal so ein bisschen die neu eroberten Gebiete konsolidieren, bevor wir hier irgendwie weitermachen. Eine Fraktion hat sich aufgelöst, eine Unabhängigkeitsfraktion. Und hier stirbt unser Ratskämmerer. Ach, schade, den haben wir doch gerade erst eingesetzt. War das nicht sogar er hier? Oha, wie ist das denn passiert? Warum ist denn der jetzt wieder an der Macht? Das verstehe ich nicht. Hä? Warum ist der denn jetzt an der Macht? Hä? Habe ich den verpasst? Warte mal, Titelgeschichte. Gucken wir mal rein. Fängt direkt skandalös an. Installiert durch eine Fraktionsforderung. Ach nee, echt? Du hast dich ja wacker geschlagen. Was bist du denn für einer? Ich will aber nicht, dass der die Macht besitzt hier. Vasallen entziehen. Wird er nicht annehmen. Geht das als Akt der Tyrannei? Er ist bekanntermaßen ein Verbrecher. Oh! Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Können wir nämlich generell einkerkern. Wird er nicht annehmen, aber es ist kein Akt der Tyrannei. Und dann könnten wir ihn den Titel aberkennen. Und selber an unsere Dynastie vergeben. Dann müssen wir mal wieder Krieg führen gegen ihn. Schon wieder. Nun gut, unser Kontostand leidet darunter. Das werden wir aber tun. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass er hier, unser Rivale, gegen den wir 2-mal hintereinander Krieg geführt haben, irgendwas zu sagen hat. Gerade auch innerhalb unserer Grenzen. Das geht nicht. Wir werden hier unsere Truppen wieder ausheben. Wir brauchen jetzt wieder einen Ratskämmerer. Wir hatten jetzt hier jemanden entlassen. Der Bürgermeisterin wieder einsetzen, ne? Tut mir leid, was vorübergehend weg. Hups. Er wird das hier ablehnen, deswegen sammelt die Truppen. 3600 Mann hat er durch seine Verbündeten. Wir werden jetzt hier wieder nach drüben marschieren, dafür Sorge leisten, dass der eingekeckert wird. Ich hoffe, wir können auch schon Titel aberkennen, aber ich meine schon, ne? Vasallen können entzogen werden und... nicht, oder? Meinung wird schlechter. Werden wir dann gleich sehen, ne? Ach doch, Titel können aberkannt werden. Der dritte Punkt war es. Ich habe es noch nicht gesehen. Dann gehen wir weiter. Fahnenflucht. 42 Aufgebote von Herzog Rasul haben sich den Feind angeschlossen. Frech. So, Dienst der Krone. Natürlich Erschrecken. Kontrollzuwachs. Finde ich gar nicht mehr schlecht. Mhm. Für mehr Kontrolle in Gemeinden. Bellum Justum. Ja, wir werden erstmal dafür sorgen, dass wir Kontrolle bekommen in unseren Ländern rein. Das meinte ich gerade mit diesen Rehabilitieren, ne? Der Gegner wird erstmal aufmüpfig sein, auch in diesen Regionen. Ui. Meine sterbliche Hülle. Ob Prinz oder Bauer, Hochburg geboren oder gemein, all das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran wurde ich erinnert, als ich den früheren Morgenstunden hustend erwachte und mir ein dumpfer Schmerz in Kopf und Kehle pochte. Er wird krank. Ihr scheint ein wenig unpässlich zu sein, mein Fürst. Ich kenne eine ganze Reihe von passenden Mittelchen. Der Hofarzt, er ist hier tatsächlich ein Arzt und hat recht gute Bildung, also. Ja. Ich würde sagen, wir vertrauen ihm da, ne? Also, das Nötigste. Ein wenig besser.
Osporius präsentierte mir einen verkohlten Katzenkadaver. Oh Gott, oh Gott. Oh je, oh je. Und wollte, dass ich mich gütlich an ihm tat. Während ich aß, erzählte er, dass er das fette Katzentier stundenlang kreuz und quer durch mein Anwesen gejagt hatte. Ich glaube, er wollte mein Lob für diese harte Arbeit, doch der ekelhafte Geschmack meines Mahls ließ mich schweigen. Die fette Speise stellte sich genau als das heraus, was ich brauchte. Fürs Erste sind die schlimmsten Symptome gelindert und die Welt wirkt ein wenig freundlicher. Oh Gott, er hat das Tier durch unsere Grafschaften gejagt und ich hatte nicht Spikey einfach genommen, gegrillt und uns zum Fraß vorgeworfen. Oh Gott, aber wir bekommen gelinderte Krankheitssymptome. Da ist alles gut. Aber die Krankheit wird schon irgendwann abziehen. Wir teilen die Armeen wieder auf. Eine Armee marschiert hier nach Norden. Ja, erstmal nach der Baronie und die andere direkt zur feindlichen Hauptstadt. Ja, hier wird schon geschrieben, oh nein, bitte nicht Spikey. Unsere heiligen Stätten wird hier gefragt. Wo befinden sich? Ja, einmal hier haben wir eine heilige Stätte. Heilige Stätte von Dwin. Dann haben wir eine hier in der Region von Kolonea. Dann haben wir natürlich Antiochia, Beirut und Jerusalem. Also das sind natürlich Dinge, die man irgendwann mal erobern möchte. Und wir bekommen ein Geschenk durch unseren besten Freund. Er hat 1600 Gold. Ja, er ist halt Glaubensoberhaupt und hat die Kommunion. Das heißt, man kann Ablässe an ihn abzahlen, wodurch man mehr Frömmigkeit bekommt. Ja? Und er schenkt uns jetzt hier einfach Gold. Wie schön. Für diesen Krieg hier wahrscheinlich, ne? Toll. Und wir könnten ihn auch einfach fragen, ob er uns nicht noch mehr Gold geben wollen würde. Aber es würde Frömmigkeit nutzen, das machen wir nicht. Apropos Frömmigkeit, wir werden nach diesem Krieg erstmal eine Pilgerreise machen, um dann zu zeigen, ja, was hier unsere Ambitionen auch sind, uns noch ein bisschen mehr leiten zu lassen und vor allem auch ein bisschen für Unmut zu sorgen im Byzantinischen Kaiserreich. Wer weiß. So, wir werden hier jetzt einmal klassische asaritische Populisten. Oh Gott, unangenehm. Ja, die Bauern hier sind natürlich alles noch Muslime. Wir müssen jetzt erstmal überzeugt werden davon, dass sie hier in einer gescheiten Sache teilhaben. Seid gegrüßt, mein bescheidener Lehnsherr. Euer Ratskanzler Prinz Grigor ist bereits einige Zeit bei mir zu Gast. Die Art, wie er sich meinen Haushalt drängt, während er versucht, nichts weniger als sklavische Ergebenheit gegenüber euch zu verbreiten, widert mich an. Was für ein Fürst entsendet denn eine derart schreckliche Vertretung? Was habt ihr getan? Wir vernehmen 30 Meinungen, das ist zu viel. Da werden wir nun jetzt jemanden neuen einsetzen. Der ist schon zweimal negativ aufgefallen. Wollen wir doch mal schauen, wen wir da hätten. Igor, ja, den wir hier eingesetzt haben, den nehmen wir doch. Der ist so gut da drin. Den nehmen wir. Den haben wir hier installiert. Gerade erst als unsere Grenzregion hier am Kaspischen Meer. Und der macht da, der kann das sehr gut. Er hat sich hier schon rausgestellt als jemand, der durchaus weiß, mit welchen Worten er reden muss, um eher, ja, hier auch eine eigene kleine Grafschaft für sich zu bekommen. Und wir verlieren die Eigenschaft Krankheit. Mein altes Ich, als ich heute Morgen erwachte und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster hereinfielen, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht einmal hustend aufgewacht. Schön. Hauptsache Spikey ist noch da. Alles andere wird mich traurig machen. So, wir werden erstmal dort den Feind niederstrecken. Und hier ist noch der Verbündete unterwegs, der aber jetzt hier einen Krieg führt. Also, naja, halten wir uns erstmal raus. Wir werden die Truppen verfolgen und geraten in eine strategische Sackgasse. Ich sitze mit Graf Bagrat und Graf Bedros am Kartentisch und bestreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Bagrat weist eifrig auf alle Hauptziele hin, zu derer Plünderung wir auf der Stelle Truppen entsenden sollten. Bedros jedoch lehnt sich zurück und argumentiert geduldig, dass wir stattdessen entscheidende Positionen sichern und den Feind zu uns kommen lassen sollten. Es obliegt mir, über unsere endgültige Vorgehensweise zu entscheiden. Hauptziele zur Plünderung, wir auf dem, tja, verbessertes Plündern, verbesserte Verteidigung. Oder wir sagen, meine Befehlshaber können handeln, wie es für sie richtig ist. Dann würde ich sagen, wir lassen sie selber das machen. Hier wird gefragt in Kommentaren, ob mir das kaspische Monster etwas sagt. Nee, gar nicht. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Ich weiß nicht, was ein kaspisches Monster sein soll. Ist das so ein bisschen wie das Monster von Loch Ness? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
So, werden hier nach Süden marschieren, denn hier haben wir unsere Nordarmee im Kampf. Wir können den Feind hier direkt niederstrecken. Wer weiß, vielleicht können wir ihn direkt gefangen nehmen. Nee, leider nicht. Dann wäre dieser Krieg nämlich schon zu Ende. Spikey, das Geschenk, er lebt auf jeden Fall noch. Der Blick aus zwei grünen Augen folgt mir durch den Gang und ein leises Miau ist zu hören, als Spikey mein Bein anspringt. Meine Katze mag zwar noch jung sein, aber sie ist dennoch wild und ungestüm. Als das Tier wegstolziert, sehe ich, dass es mir in ihrem Versteck ein funkelndes Geschenk hinterlassen hat. Danke, mein Guter, wir bekommen zwei Goldstücke dadurch. Gute Katze, würde ich sagen. Das ist mehr Gold, als die allermeisten Bauern hier irgendwie zur Verfügung haben. Also nicht schlecht. Inspirierter Charakter. Mein Gast Duda sitzt zum dritten Mal in diesem Monat auf dem Boden, umgeben von verschütteter Farbe und Leinwandresten. Meine Höflinge sind bereits der Meinung, dass sie ein künstlerisches Genie ist, doch die Dienerschaft beschwert sich über das Schrubben der Böden, die als Folge ihrer Inspiration voller Farbe sind. Ja. 9 Jahre alt. Oh. Weiß nicht, ich kann jetzt irgendwie auch nicht sagen, geh. Wir müssen ihre Veranlagung fördern, finde ich schon. So, da wird belagert. Da werden wir den Truppen hinterherrennen. Oh ja, die werden sogar da rauskommen, ne? Geht aber aufs Meer. Bis aufs Ganze. Ich lese den letzten Brief, den mein Ratsmarschall Graf Betrus mir geschickt hat und lächle. Zumindest scheint er mich jetzt in einem besseren Lichte zu sehen. Obgleich dies ein Erfolg ist, bin ich doch versucht, diese Gelegenheit zu nutzen und zu versuchen, ihm noch näher zu kommen. Okay, eine Diplomatie-Eigenschaft, aber wir haben ja schon 100 Meinungen. Ja, über uns durch 100 plus durch Beeinflussung. Ja, wir beenden das Komplott nun. Wir haben mehr als genug Meinung von ihm. Da brauchen wir nicht noch weiter drauf eingehen. Das hat die KI noch gemacht. Also ohne unser Zutun. Nun werden wir hier einfach noch die letzten Festungen belagern. Dann ist dieses Thema erst einmal durch. Ah, Betros macht sich hier sehr gut und ich finde, wenn er hier, ne, armenisch-apostolisch gehört hier mehr oder minder auch uns an, ja, ist natürlich nicht irgendwie unserer Dynastie zugehörig, aber er hätte sich durchaus verdient, vielleicht auch mal eine Burg zu halten. Begehrter Anspruch. Adanas, mein Ritter quält sich schon den ganzen Tag und versucht offensichtlich die richtigen Worte zu finden. Als wir uns auf den Weg machen, um etwas zu essen, beginnt er schließlich verlegen. Mein Gastgeber, ich habe Gerüchte gehört, dass Stephanus, der Despot von Hayastan, euch zum Ziel seiner Feindseligkeit erkoren hat. Er bezeichnet euch mittlerweile sogar in der Öffentlichkeit als den illegitimen Prinzen von Bragerwand, der sich täglich seiner rechtmäßigen Ländereien Einkünfte bemächtigt. Oha. Ein Dynastiemitglied, ne? Meine ich. Hayastan. Das sind wir. Okay, es wurde nur umbenannt. Der Despot von Hayastan. Mhm. Hier sogar ein König. Okay. Er gehört auch unserem Haus. Nee, gehört nicht unserem Haus an. War nicht wahr, aber. Ja, ein mächtiger Mann, würde ich sagen. Wer weiß, was da passieren wird, wenn er mal stirbt. Wir könnten Rivalen werden. Ich werde Stephanus sofort einen Brief schreiben, denn unsere Meinung über ihn ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben zu einem meiner Kriege beigetreten. Mhm. Bin mir sicher, es handelt sich um ein belangloses Geschwätz. Nee, wir werden ihn kontaktieren. Ja. Wir werden sowieso Rivalen, aber nun gut. Bei vertrauensvoller Lehns, ja, das passt eigentlich auch ziemlich gut. Ich bin mir sicher, es handelt sich um belangloses Geschwätz. Das sagen wir. Wir sind nun Rivalen. Nun gut. Wer weiß, wo uns das hinführen wird, denn er ist verbündet mit Byzanz. Wenn uns Byzanz angreifen würde, hätten wir nicht gut reden. Und hier kommt jemand mit einer Lungenentzündung zu uns. Mhm. Führt Graf Kroschow hinein. Ich bin in Arni angekommen, um euch zu huldigen. Mhm. Nun gut. Beschämt. Ich warte geduldig auf meinen Thron, auf der Ankunft von Graf Kroschow, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder und leistet den Eid, dem Reich als treuer Vasall zu dienen. Als Graf Kroschow sich erhebt, stolpert er unbeholfen. Dem gesamten Hof verschlägt es den Atem, als er stürzt. Nun gut, das hatten wir schon einmal, wir sind aber nicht disrespektierlich oder so unterwegs, deswegen machen wir das nicht. Es ist eigentlich... Also nochmal kurz drauf zurückzukommen. Oh, okay, was passiert hier? Nee.
Okay, Prinz Bardas. Werde ich gleich mal gucken, was das bedeutet. Erstmal kurz darauf eingegangen, auf die Kommentare hier auf Twitch, ja, ob ich das Monster, das kaspische Monster kenne. Es ist eigentlich ein Wasserflugzeug, es ist sehr stark bewaffnet und hovert über das Wasser. Okay, noch nie gehört. So, erst einmal gucken wir hier rein. Seid gegrüßt, Prinz Brikisho von armenischen Fürstentümern. Ich habe kürzlich von eurem Streit mit dem Despoten Stepanos von Hayastan gehört, diesen höchst verachtenswerten kläglichen Ausrede für einen Mann. Angesichts unserer gemeinsamen Interessen bin ich mir sicher, dass wir gut miteinander auskämen werden, mein Freund. Oh, ist er nicht der Nachfolger? Nein, er ist der Prinz. Er gehört aber, er hat einen großen Teil des Königreiches, in dem er ihm gehört. Er ist der Prinz am Byzantinischen Kaiserreich. Sein Vater war Kaiser Basileus. Okay, und sein Bruder ist der aktuelle Basileus gewesen. Und dann haben die irgendwie das verloren. Ich warte gespannt auf den Tag, an dem wir darüber reden können. Ihr könnt unser Freund werden. Er ist ein niederträchtiger Zug von einem niederträchtigen Spieler. Nee, warum nicht? Also klar, wenn du uns dich anschließt und das nehmen wir doch gerne mit. Er ist auch verbündet mit Byzanz. Mhm. Ja, ich sehe uns durchaus bald beim Ruhestifter, was den Oki betrifft, den Lebenswandel. Wir beenden diesen Krieg, werden ihn einkerkern und werden jetzt auch dafür Sorge tragen. Werden wir ihnen das entziehen? Also erstmal so sei es. Werden die Truppen auflösen. Und überlegen mal, wir könnten ihnen jetzt Titel entziehen, richtig? Vasallen entziehen? Kerker? Titel Aberkin geht nicht, weil wir haben einen Waffenstillstand noch mit ihm. Wie lange haben wir denn? Warum haben wir denn einen Waffenstillstand? Da, 15 Monate. Ja, dann warten wir ab. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Wenn nicht, dann werden wir es einfach wegnehmen. Sehr schön. Plus minus null Geld. Jetzt zu Krasul. Nee, den wollen wir nicht freilassen. Wir könnten aber noch Geld verlangen. Nee, machen wir aber auch nicht. So, wir werden jetzt erstmal ein wenig sparen. Und sobald wir das Geld haben, werden wir einen Religionszug gehen, genau in diese Region, um die es hier gerade ging. Eine Fraktion hat sich aufgekündigt, das ist okay. Und hier ist jemand verstorben, unsere Ratskämmerin ist diesmal verstorben. Ja, können wir mal gucken, wer denn da möglich wäre. Tja, keine besonderen Charaktere hier, die jetzt hier besonders herausstechen. Auf den ersten Blick können wir mal schauen, was die Stärke betrifft. Ja, er ist schon sehr, sehr mächtig. Geht als mächtiger Vasall. Ja, also richtig könnt du das auch nicht, ne? Wie wär's denn hier mit Graf Koba? Koba war unser Vormund und den hier einzusetzen, halte ich doch für durchaus nachvollziehbar. Nun gut, den werden wir einsetzen und vielleicht hier ein wenig Beziehungen verbessern mit unseren neuen Untertanen. Ein Fluch endet. Ja, gerade dieser eben genannte Despot Stepanos ist von uns gegangen. Da starb an Altersschwäche und zwar keinen Tage zu früh. Nun gut, wer ist denn der neue König dort? Hayastan Despot Arshak. Der Zweite. Hm? Interessant, interessant. Wer weiß, wo uns das hinführen wird. Es ist noch aus der Zeit der Sowjetunion, das Flugzeug. Okay. Uns wird der Krieg erklärt. Oha! Und zwar mächtig. An den kläglichen. Ich wollte es nicht wegdrücken. Habe ich es weggedrückt, oder was? Ist ja blöd. Ihr merkt, wie die Musik eskaliert. Ja. Könnten Dynastiemitglieder rufen. Karin. 600. Das wird auf jeden Fall ein spannender Krieg. Er wird jetzt jemand Verbündetes mit reinrufen. Und zwar wen? Oh ja. Die mit reinrufen. Und wen noch? Die auch noch. Ach, du meine Güte. Das wird ein enges Ding. Um was geht es denn? Und diese Grafschaften hier im Norden. Um Derbent. Das ist nur eine Grafschaft, okay. Wenn wir mal auf unser Ziel gucken. Wäre die denn relevant in der Theorie? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich würde eigentlich sagen, es wäre eine gute, natürliche Grenze hier, ne? Die es erobern würden.
Aber einfach aufgeben werden kann man natürlich auch nicht, ne? Wir werden diesen Krieg führen müssen. Das heißt, erstmal wieder keine Pilgerreise. Wir können uns das nicht leisten. Wir müssen unsere Truppen hier weiter im Norden ausheben und erstmal gucken, was hier passieren mag. Wir könnten natürlich Verbündete rufen. Den werden wir natürlich rufen. Und wir könnten auch noch die Hausmitglieder rufen. Mal überlegen. 2000 Mann haben die. Wir haben 5000. Das könnte man durchaus schaffen. Aber es ist ein Steppenvolk. Die haben sehr viel gute Kämpfer. Also hier Kriegsvolk. Oh ja, guckt euch das an. Die haben alle leichte Reitereien. Und er hier auch, ne? Oha! Oh, nicht gut. Ja, gepanzertes Fußvolk, ganz viel leichte Reitereien. Unangenehm jedenfalls. Ich werde hier die Truppen ausheben und dann geht's in den nächsten Krieg. Hey, wer hätte das gedacht? Tippen wir Maschinen erstmal hier hin und bleiben dort erstmal für den Moment stehen. Schauen, was das passieren mag. Er tritt den Krieg bei. Der Konsul tritt auch bei. Hofhalten werden wir jetzt erstmal nicht machen. Das gibt gerade wichtigere Dinge zu tun, möchte ich sagen. Ne? Wir werden hier erstmal Position stellen. Wir dürfen uns natürlich wieder nach hinten. Minus 9,3 Gold pro Monat. Das ist natürlich eine ganze Menge. Schreck der Nagetiere. Als Spike hier einmal mehr mit einer toten Ratte zu mir kommt, kann ich die Katzen nur loben. Meine Residenz war noch nie so frei von Ratten. Komm, rattenfrei ist ein sehr guter Gesundheitsbonus. Und wir sehen hier auch volle Gesundheit. Oh, jojojojojojojojo. Hab ich nicht aufgepasst. Oh, kommt die denn her? Ach du Scheiß. Oh, die Güte. Guckt euch das an. 3 Silbersterne. Das ist sehr, sehr gut, die Güte. Oh, jo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 j
Doppelte an Verlusten, obwohl wir zum günstigen Zeitpunkt angegriffen haben. Ach du meine Güte. Können wir nicht gewinnen. Können wir nicht gewinnen, meine Freunde. Nun gut, wir werden sehen, ob wir es gewinnen können oder nicht. In der nächsten Folge. Ich beende jetzt erstmal diese hier. Wir schauen uns das hin für den Mark. Bis dahin, ne? Haut rein. Ciao.